Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Part von The Wonderful 101. Ja, wir gehen direkt wieder mitten rein ins Geschehen. Ich guck mich mal kurz um. Nee. Boah. Okay, gut, das ist vielleicht keine super gute Idee, sich hier umzuschauen. Es gibt hier... nee, ich sag doch, guck mal, Batterien hier. Wow. Dicke, fette Batterien. Aber an sich müssen wir hier mal nur wieder selbst das, ja, den Helden spielen. Haben wir ja auch nichts gegen, ne? Genau, wir können halt das hier aufladen und... Eieiei. Schießt er uns gerade Giftgas ab oder sowas? Ja, es ist immer gut, wenn er kurz... Oh oh. Oh oh. Das war nicht gut. Genau, der teleportiert sich halt. Und immer wenn er sich bewegt, ist es eine gute Idee aufzuladen. Jedenfalls war es das gestern. Super, da haben wir ihn noch abgehalten, bevor er größeren Schaden anrichten konnte. Ah. Die Sau. Oh, Mist. Ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, gestern lief es besser hier. Ist immer, wenn man das zweites Mal macht, dann steht man ja unter einem riesen Druck, ja. Man möchte es ja besser eigentlich machen als am Tag vorher. Und wenn der sich denn hier auch noch so dämlich bewegt. Beim letzten Mal hast du es mir ein bisschen einfacher gemacht. Boah, aber der hat gesessen, hallo. Schön, schön. Boah, und trotzdem macht er jetzt hier einfach unser Ding so megamäßig kaputt. Einfach einmal kurz raufgehauen auf uns. Ja. Genau, hier wollen wir die Leute natürlich retten. Alle, obwohl wir jetzt so langsam an das Limit kommen. Ja. Okay, gut, das war fast knapp hier. Und wir brauchen hier mal wieder die Sichel. Ein bisschen Glück, besser gesagt, dass wir die Sichel auch bekommen. So, und jetzt hier schön alles kaputt machen. Und yep, Heidi, und kaputt ist er soweit, oder? Ach komm. Ja, ciao. Wir sehen uns dann irgendwann anders mal wieder. Ach, nicht im Ernst, oder? Ist das jetzt wirklich deren Ernst? Haben die das nicht bedacht, dass man damit runterrutschen kann, oder was? Also wenn hier beim ersten Mal die Dinger nicht kommen, dann sollen doch, wenn man hier runterfällt, die Dinger nicht auf einmal kommen. Gut. Ja. Wir halten mal die Leute hier zusammen und... Ach Gott, jetzt mache ich auch noch den falschen Knopf. Hallo, einmal kurz wieder aufstehen. Ach Gott, jetzt drücke... Ja. Kein Wunder, ich drücke auch den falschen Knopf. Gerade dadurch, dass ich die ganze Zeit auf Y zuschlagen musste, habe ich jetzt weiter mit Y gedrückt und wundere mich dann, warum er nicht zuschlägt, ja? Das läuft ja echt fantastisch. Naja, egal was soll's, wir hauen einfach weiter drauf. Achten mal hier ein bisschen drauf, was er macht. Aber nur ein bisschen. Hauen ihm weiter auf die Pfötchen. Und ich werde gleich mal gucken, dass ich hier nochmal den großen Hammer bekomme. Bitte. Alter, warum... Kommt doch mal bitte wieder alle her, Leute. Wir sind doch jetzt zu 100. Ah ja, genau. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass das Vieh hier mit dem Hinter, mit der Hinterpfote angegriffen hat. Jetzt bitte einmal die große Sichel, verdammt. Also ich weiß gerade nicht. Ja, also der Transmissionsangriff, der scheint mir ja hier nicht so der Erfolg zu sein, weil gerade kann ich das einfach nicht mehr durch Gegner machen. Und da rutscht er jetzt hier einfach runter. Nicht im Ernst, oder? Also ich bin... Gestern bin ich hier nicht runtergefallen, ja? Und auch nicht gegen dieses Vieh verreckt. Deswegen... Na, ich sag dazu jetzt gar nichts weiter.
bisher war, wurde ja immer das so gelobt, sag ich mal, auch von mir, die Fairness bei den Punkten beim Zurücksetzen. Kann ich jetzt hier nicht so unterschreiben. Ich meine, so einen ätzenden Gegner, wo man einfach auch Zeit braucht für, an so einer Stelle hinzusetzen und dann den immer wieder von vorne machen zu lassen. Ja, danke schön. Du bist ein ganz toller. Ja, nee, und also den Transmissionsangriff, also was soll das? Ich kann die Zeichnungen gerade nicht durchmachen, wenn da Gegner in der Nähe ist. Ist das deren Ernst? Weil der jetzt hier ein Schild hat. Weil der ein Schild hat. Ach komm. Einmal bitte, also. Kann ich die auch hier jetzt ganz gemütlich einsetzen? Ja, bitte. Nee, wird eigentlich. Also so macht das ja dann auch nicht gerade Spaß hier. Das ist nicht förderlich. Aber Dankeschön. Ja. Gut, wir geben jetzt hier einfach mal weiter unser Bestes. Wir, unsere Leute werden nur nicht getroffen, wenn wir dafür. Wenn wir dafür gut Zeug einsetzen hier, immer eine Batterie mit der Sprungfeder verbrauchen. Ne, und also jetzt echt mal. Lässt du mich jetzt mal bitte? Also es bringt eigentlich gar nichts, jetzt hier versuchen, noch die große Sichel zu machen, beziehungsweise den großen Hammer, weil man das einfach gerade gar nicht hinbekommt. Also. Ja. Denn jetzt hier das Schwert, das sollte doch wohl klappen. Ja, hier dann auch noch auf so einem kleinen, auf kleinem engsten Raum hier dann auch noch vor der Kacke wegrennen. Also das hätten die sich echt so, wie es jetzt gerade irgendwie gelaufen ist, echt sparen können, ja. Ja. Wenn man dann hier jetzt irgendwie wirklich so 2 mm vom Ende auch noch runterfällt, dann hat man auch Pech gehabt scheinbar einfach. Ja, also was da dran jetzt nicht so sichelförmig ist, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Aber egal, wir haben ihn jetzt doch besiegen können. Auch wenn man sich sowas wirklich hätte sparen können. Als Entwickler. Also ich meine, gestern hatte ich dann scheinbar einfach Glück, dass es mir da so nicht erging, ja. Naja, was soll man machen? Ich guck mich hier noch kurz um. Wir haben ein bisschen Zeit. Runterfallen möchte ich jetzt hier zwar auch nicht mehr, aber das wäre jetzt auch ein bisschen frech, ne? So. Reißen wir das hier auf. Und rein da mit uns. Gut, wäre hier denn auch schon Schluss gewesen, wäre im letzten Mal auch gar nichts großartig passiert. Da hätten wir denn noch die schöne Aufnahme gehabt, wo ich keine großartigen Probleme gehabt habe. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Das ist ja. Ich bin ja schon mal glücklich, dass ich überhaupt das Spiel hier habe. Ja? Also es muss auch nochmal dazu gesagt werden, ja, selbst wenn ich mich jetzt hier ein bisschen beschwere. Das Spiel an sich ist natürlich trotzdem echt der Hammer. So. Okay, auch wenn mich hier jetzt diese kleinen Ärsche ein bisschen aufregen. Ja, was wollen die immer? Was wollen die sich mit den Großen anlegen? Noch überhaupt keine Chance. Genau, ich glaube, beim letzten Mal war es hier eine gute Idee. Sich da. Ja, war ich gerade platt, ne? Ja, beim letzten Mal wollte ich gerade sagen, war es eine gute Idee, weil ich da den vorderen angegriffen habe. Genau, und der dann immer dagegen den Brunnen geschossen hat. Hat aber gerade auch nicht so gut funktioniert, ne? Naja. Gott, jetzt drücke ich auch noch den
falschen Knopf. Also wenn es mal nicht läuft, dann aber auch richtig nicht, ne? Ja, und ich glaube einfach... Um jetzt hier... Ja, genau. Was war das? Warum haben wir jetzt gerade Schaden passiert? Ja, da bin ich ja manchmal echt froh, dass ich das aufnehme. Weil man dann sich so Ungerechtigkeiten immer nochmal angucken kann. Ja. Guti, denn hier natürlich so ein großer Gegner, der muss ja auch immer sein, ne? Aber hier, glaube ich, holen wir uns jetzt einfach mal die große Peitsche, wollte ich sagen. Aber roll ruhig einfach nochmal. Spam deinen Rollen ruhig. Ist ja nicht so, dass das irgendwie nervig wäre, ne? Alter, ist das dein Ernst? Und ich... Ist das hier keine große Peitsche? Ist das hier... Nee, der will gerade immer diese verdammten Leute da einsammeln. So, hör auf, Leute einsammeln zu wollen. Alter, ich kann... Ich weiß auch nicht, was heute hier los ist, ja? Dann nehme ich mal hier was doppelt auf und dann läuft jetzt hier wirklich gerade alles schief. Warum ist jetzt meine Peitsche gerade direkt kaputt gegangen? Kann mir das mal jemand erklären? Ja, egal, so, wenn er jetzt hier nicht langsam drauf geht. Ja, komm, mach jetzt hier ruhig. Das kassierst du mal ordentlich. Dankeschön, gutes Schwert. Hier und nochmal hier mit der Faust jetzt ein bisschen doppelt. Alter, so muss man das immer machen, ne? Dankeschön. Wie sieht das denn bitte gerade aus? Die Hand ist gerade immer noch aktiv, obwohl ich renne. Sehr cool. Wonder Red mit... Alter. Yay, wir hüpfen mal noch ein bisschen rum. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier als Bug bezeichnen kann. Ein bisschen vielleicht, also... Das ist mit Sicherheit nicht so gedacht. Aber es sieht sehr witzig aus, also ich beschwere mich da nicht und... Wenn wir das jetzt echt noch so ein bisschen so haben... Wir erkennen jetzt immer ganz genau, wo Wonder Red mitläuft. Das ist ja eigentlich schon recht interessant, ja, also... Das heißt ja schon, dass wirklich jeder Held dann auch richtig da so mitläuft, wie das jetzt hier... Ja, weiß ich nicht, ob ihr jetzt wisst, was ich da meine, aber wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, aus Zeitmangel. Jetzt machen wir das einfach mal. Und hoffentlich ist Wonder Red immer noch mit der Faust unterwegs. Vielleicht war das gerade einfach zu viel fürs Spiel, wie viel Schaden wir da gerade rausgehauen haben. Fand ich ja sehr... Nee. Sehr schön. Ich glaube, das schaffen wir hier nicht. Dankeschön. Ah, nein, und da war es jetzt. Da habe ich es jetzt wieder weggeklickt. Wir brauchen hier schon so ungefähr alle. So, hier. Okay. Das ist doch keine so gute Idee, wie man denken könnte. Da einfach den Hammer über dieses X'en angreifen zu lassen. Ja, nee, also ich glaube, das können wir vergessen, dass wir hier dieses Bonus-Level schaffen. Ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, ich weiß echt nicht, wodurch es bestimmt wird, ob man das Bonus-Level bekommt hier oder nicht. Kann ich euch wirklich nicht sagen. Weil ich hätte eigentlich schon erwartet, dass es in jedem Level so ein Bonus-Level hier gibt. Wir hatten das ja so bisher nur im ersten Part, beziehungsweise auch im ersten Level. Und ja, seitdem jetzt gar nicht mehr. Guck mal, weiß gar nicht, wenn der uns trifft,
mit dieser Feuerhand, ob denn da gar keine Säule kommt. Könnte ja durchaus sein. Dann lohnt sich das fast. Hm. Aber auch nur fast, sich treffen zu lassen. Ja, okay, gut, das einzig Positive hier ist eigentlich... Ja. Man kann ja eigentlich dauernd wegspringen. Natürlich, was ist denn das für eine Frage? Auf die traurige... Was? Ja. Auch die traurige Musik gar nicht erst anzufangen. Ja, das werden wir schon irgendwie schaffen hier. Wenn ich den Hammer vielleicht... Wenn ich den Hammer vielleicht bekommen würde, also ohne Hammer, ne? So, dankeschön. Ich weiß auch nicht, ob hier jetzt gerade nur der eine... Hm. Ich mache jetzt einfach mal den hier, weil irgendwie der hier nur mit seinem... Feuermist nervt. Vielleicht kann das ja nur der hier. Wäre mir jetzt zwar bisher nicht... Nee. Ist auch nicht so. Können vielleicht immer nur der, wo man nicht so nah... Also der, der alleine steht irgendwie. Ja, danke. Misch dich doch ein. Lass doch mal hier die beiden Großen hier so untereinander kämpfen, Kleiner. Also wenn das jetzt... nochmal nichts wird, dann... muss ich mir das auch nicht antun, also... für eine Trophäe oder die man da so bekommt, ist mir das dann auch wirklich nichts wert. Ah ne, komm, töte mich doch. Töte mich doch einfach. Das werden sicherlich hier nicht mehr meine Lieblingsgegner. Ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die gerne gegen die Viecher kämpfen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, nee. Nein. Dankeschön. Wenigstens sehen wir hier niemanden lassen. Ciao, ciao, Kuroga, oder wie auch immer das da hieß. Kein Bock, dich in dieser Mission hier nochmal wiederzusehen. Dankeschön. Super, dafür haben wir unseren wunderschönen Wonder Red eingebüßt. Ja, hier, das Schwert hat natürlich eine ultra mega krasse Reichweite hier mit diesem Skill. Und wenn man das erstmal so ein bisschen, ja, wenn man das erstmal so ein bisschen übt, sag ich mal, dann geht das auch hier total. Diese Krawallattacke. Nein, ich will rennen einfach nur. Dankeschön. Okay, ein paar kleben da außen noch an der Wand. Was soll's? Um die kümmern wir uns jetzt nicht großartig. Befreien aber die Leute hier noch. Also ich denke mal, selbst wenn man die Leute nicht mehr aufnehmen kann, sollte man die vielleicht schon einkreisen und so weiter und so fort. Ja, nicht zu weit laufen. Ich weiß, bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob da gleich ein paar Gegner kommen. Eigentlich hört sich's ja schon echt so an, als ob es gleich vorbei wäre, ne? Aber ich glaube, ist es noch gar nicht, oder? Also ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen. Wow, hier gibt es erstmal einen Haufen Weltraumkarotten. Mit denen müsste ich auch mal gucken, was ich da so an Sachen machen kann. Oh, goody! Hier ist sie! Der Container, den ich euch erzählt habe. Once we switch on the puppy I got packed away in here, those jerks will never get their hands on the super reactor. Gut. Wir haben an sich das Ding gefunden. Nur so viel hilft uns das jetzt gerade doch nicht, weil die jetzt langsam durch die Schilde brechen hier. Und wir landen jetzt hier irgendwo drin. Oh Gott, naja. Chefchen, sag an, was steht an? Do it already, Gramps. Turn that thing on before they take out the whole port. Easy does it, son. This here's gonna take a good 10 minutes to fire up at least. 10 minutes? Dude, that's enough to make like 3 cup ramen. Or you could make them all at once and be done in 3 minutes. Na, Green weiß, wie man das macht. Hier müsste gleich auch nochmal eine witzige Szene kommen.
Habe ich gestern auch gut gelacht. Achso, genau. I am sure you smell as sweet as a fresh plucked rose. You do not even smelling me. I smell. Genau das. Da bedankt er sich erstmal dafür. Also das ist echt. Roger. Destination Stratoport Roof. Team, let's move. It's the port, boys. We are done for. So then we don't let it fall. Nelson's got our backs. Okay, gut, also die Szene gerade war echt der Hammer, ja, da haut sie ihn und er bedankt sich dann, ja, also ich habe ja, oder was ich denn auch meinte, Green und Blue sind ja ein super Team, ja, aber Green ist eigentlich mit jedem ein super Team, ja, also der ist echt gut, der kleine Dicke. Gut, wir laufen jetzt einfach noch ein Stück weiter und da ist es. Eine rettende Speicherbasis. Yeah. Gut, weiter habe ich denn gestern auch nicht gemacht. Gestern habe ich das ja auch alles in. Naja, seht's mal. Nur Bronze diesmal. Ich glaube, beim ersten Versuch hatte ich auch Silber. Also, es muss nicht immer besser sein, wenn man es ein zweites Mal spielt. Auch relativ witzig, oder? Naja. Ja, von der Zeit her. Nein, danke, möchte ich nicht. Warum sollte ich Silber gegen Bronze austauschen? Naja. Gut. Das ist immer noch die bedrohliche Musik, aber ich denke mal, ich verabschiede mich jetzt hier an der Stelle. Der Part müsste auch wieder lang genug sein. Durch dieses blöde Ding da mit den Schildkröten. Ich hätte das mal erst versuchen sollen. So wie ich es gestern auch schon nicht gemacht habe. Und ja, dann bedanke ich mich mal wieder für euer Zuschauen. Und hoffe, dass ihr auch weiterhin einschaltet. Es wird bestimmt spannend weitergehen. Also, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.